Während einer freilaufenden Übung einer Instandsetzungskompanie konnte ich ein paar Bilder eines G82 Scharfschützengewehrs einfangen. Das G82 ist eine halbautomatische, rückstoßbetätigte Selbstladebüchse, die Patronen im Kaliber 12,7x99mm verschießt, dem einen oder anderen sicher besser auch als Kaliber 50 BMG bekannt. Die Originalbezeichnung der Waffe lautet Barrett M82 oder auch Barrett Light 50. Ist eigentlich halt Übmunition jetzt, ne? Wahnsinn. Ja. Also im Gegensatz zum Finger ist das. Ja. Kann man ja einmal kurz zeigen. Wie gesagt, wir haben die gerade zu Frist da. Dann passt das ja noch. Frist bei einer Waffe bedeutet, sie schauen, ob der Verschlussabstand noch stimmt und. Genau. Wir schauen einmal den optischen Zustand allgemein an, ob es irgendwo zum Beispiel am Gehäuse oder so Risse gibt durch die Belastung, die auf die Waffe wirkt, ist das jetzt ziemlich hoch. Dann wird geschaut, ob die technische Funktion gegeben ist, ob die Optik funktioniert oder ob es vielleicht durch einen Sturz oder durch einen Schlag mal etwas kaputt gegangen ist. Gegebenenfalls Sachen ausgetauscht, wenn das der Fall sein sollte. Andernfalls wird dann noch die Funktion überprüft, das Magazin geprüft, die Ladeleeren werden eingefügt und dann wird ein Schuss simuliert damit, ob das alles funktioniert. Wenn ich mich für den Beruf, den ihr hier gerade macht, interessiere, wie lange muss ich mich dann verpflichten? Wissen Sie das? Sie müssten mindestens 8 Jahre sich verpflichten. Da kriegen Sie dann auch, wenn Sie das nicht haben, eine Berufsausbildung. Für den Waffenmechaniker benötigt man einen Eingangsberuf, einen metallischen Eingangsberuf. Wenn der nicht vorhanden ist, wird die Bundeswehr Sie auf ZAW schicken und dann werden Sie dort eine Ausbildung machen. Anschließend gehen Sie auf einen Systemtechniklehrgang. Der findet in Eschweiler statt, in der Nähe von Aachen. Dieser geht 6 Wochen und da werden Ihnen dann die Basiswaffen der Bundeswehr beigebracht. Das G82 in diesem Fall ist ein Erweiterungslehrgang. Dieser wird auch in Eschweiler angeboten und dort werden Sie dann auf die Waffe geschult und trainiert. Zu meiner Zeit war es so, dass jede Waffe ein Waffenbegleitbuch hatte. Das mussten wir damals händisch ausfüllen. Geht das mit Ihnen heute auch noch händisch oder haben Sie da EDV unterstützt inzwischen? Ja, wir hinterlegen das einmal alles in SAP. Das hilft uns dabei nachzuvollziehen, ob die Frist und wann das, wenn das, die Waffe das nächste Mal vorgeführt werden muss zur TMP, zur technischen Materialprüfung. Andererseits wird bei der Waffe und in dem Koffer dann jedes Mal das Waffenbegleitheft mitgeführt und dort tragen wir auch die Frist oder halt dann die technische Materialprüfung durch die Prüfer ein. Und eine solche Frist, ist die von Schussabzahl abhängig oder von der Zeit, die abhängig? Sowohl als auch. Okay. Die Waffen haben immer eine gewisse Schusszahl, nicht alle. Also G36 ist immer Wartungsintervalle und beim G82 jetzt speziell, wie wir eben gesehen haben, ist es eine Schusszahl oder halt nach Zeit. Okay. Die technische Materialprüfung durch die Prüfer ist immer festgesetzt oder halt kann auch wieder eine besondere Instandsetzung bzw. Materialprüfung angeordnet werden. Wie lange dauert so eine Fristüberprüfung? Ja, das ist waffenabhängig. Beim G36 sprechen wir so circa von einer Stunde. Okay. Beim G82 kann man da 1,5 Stunden. Oh, okay. Wir holen natürlich nochmal G36, damit man das nochmal im Vergleich dann hat. Und da haben wir das dann auch das erste Mal geschossen. Ich zumindest nicht. Also ich war sehr überrascht über die Präzision davon und den relativ, also bei dem Kaliber relativ geringen Rückstoß.